zeigt dir in diesem Video, wie man eine quadratische Gleichung lösen kann. Wir haben hier eine quadratische Gleichung, wir haben nämlich ein x². Dann haben wir einen linearen Term, 16x, und wir haben eine Konstante, minus 15. Als erstes müssen wir schauen, dass wir diese quadratische Gleichung immer in die Form bekommen, dass wir zuvor das x² haben, dann den linearen Term und auf der gleichen Seite die Konstante. Also sieht es schlussendlich immer so aus, x² plus oder minus irgendetwas mal x und dann plus oder minus eine Zahl ist gleich 0. Das heißt, in diesem Fall müssen wir diese minus 15 auf die andere Seite des Gleichheitszeichens bringen. Das können wir machen, indem dass wir auf beiden Seiten plus 15 rechnen. Also haben wir auf der linken Seite x² plus 16x plus 15 und auf der anderen Seite minus 15 plus 15 gibt 0. Und das ist jetzt genau diese Form, die ich vorher angesprochen habe. Wir brauchen x² plus einen linearen Term, 16x, plus 15 ist gleich 0. Wenn wir diese Form haben, dann können wir dieses Trinom, das kennst du aus vorherigen Kapiteln, können wir dieses Trinom in die Multiplikation von zwei Binomen verwandeln. Das heißt, wir können jetzt da zwei solche Klammern machen, wo wir dieses Trinom hier in die Multiplikation von zwei Binomen verwandeln können. Das bleibt natürlich 0 auf der rechten Seite. Ich habe hier x², also kommt sicher an die erste Stelle von beiden Klammern ein x. Dann habe ich plus 16x und plus 15. Bei beidem Plus wissen wir auch von früher, da sind auch in den Klammern drin zwei Plus. Und jetzt geht es darum, wie dieses konstante Glied aufgebaut ist, was dafür Multiplikationen möglich sind, um auf die Zahl 15 zu kommen. Da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Es ist 1 mal 15 oder 3 mal 5. Und somit können wir mit Überprüfen dieses linearen Glieds anschauen, welche Zahlen kommen hier in die Klammer hinein. Die Summe dieser beiden Zahlen hier müssen nämlich 16 ergeben. Und das ist natürlich in diesem ersten Fall so. 15 plus 1 ist 16 und somit kennen wir, da ist die 1 und da ist die 15. Um jetzt die Lösung von dieser quadratischen Gleichung zu bekommen, müssen wir diese einzelnen Klammern noch je einzeln 0 setzen, weil das ist ja das mal das ist 0. Wenn jetzt also das 0 ist, dann haben wir 0 mal diese Zahl und das gibt sicher 0. Oder wir haben eine Zahl mal 0, wenn nämlich diese Klammer 0 ist, gibt sicher ja auch 0, weil irgendeine Zahl mal 0 gibt immer 0. Also x plus 1 muss 0 sein, das ist der erste Fall. Und die zweite Klammer x plus 15 muss 0 sein. Und das kann ich natürlich auch umformen. Man erkennt die Lösung schon. Es wird minus 1 sein hier im ersten Fall. Wenn wir auf beiden Seiten minus 1 rechnen, dann kriegen wir x ist gleich minus 1. Und da kann man wahrscheinlich auch schon die Lösung erkennen. Das wird minus 15 sein. Aber sauber umgeformt ist es auch auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens minus 15 rechnen. Und ich kriege x ist gleich minus 15.
Und somit habe ich für diese Gleichung für x zwei Lösungen, nämlich minus 1 und minus 15.